Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Und das letzte Mal sind wir an dieser Speicherstation vorbeigekommen. Und deswegen gehen wir. Moment, das scheint mir doch. Ja, scheint mir doch sehr, als könnte man hier durch. Kann man hier noch irgendwas öffnen? Nein, okay. Gehen wir erst unten lang. Hier bekommen wir ja keinen Schaden mehr. Denn wir haben letzte Folge den Warrior Suit bekommen. Und da oben haben wir was Neues. Was auch immer das ist. Oh. Ist ja schon mal schön, dass ich das entdeckt habe. Ja, Entschuldigung. Die Frage, kann ich damit was anfangen? Ne, das wollte ich auch nicht. So, das ist die Fake Lava. Ich denke, wenn wir da oben lang gehen, kommen wir eigentlich nur da raus, wo wir hätten sowieso rauskommen sollen. Das können wir mal kurz nachschauen, ja. Also im Prinzip ist das hier einfach nur die bessere Alternative. Ich gehe auch direkt mal hier unten lang. Ah, Entschuldigung. Den kann ich nichts anfangen. Da unten hätte ich auch vielleicht nochmal durch können. Aha. Hier sterbe ich wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich habe noch einen Versuch. Na, ja, das war's. Ah, so, jetzt habe ich es aber. Es macht aber nichts, denn wir haben ja jetzt ungefähr gesehen, was wir wo finden können. Und da oben gab es im Prinzip nichts. So, ah, hier gibt es eh nur eine Aufladestation. Na, eine Karte, so. Noch Fährkartendaten erhalten. Da unten hätten wir noch was finden können. Da oben gab es eine Speicherstation, die ich nie besucht habe, aber das ist auch egal. Oben waren wir schon, dahin kommen wir nicht rein. Das heißt, wir gehen nach unten. Also im Prinzip eh die einzigste Möglichkeit weiterzukommen. Jetzt können wir natürlich mal kurz schauen, ob da unten etwas zu holen gibt, aber anscheinend nicht. Diesmal hätten wir es auch direkt geschafft. Da oben scheint es ja auch schon wieder so zu sein, als gäbe es hier was versteckt. Ne? Hier unten auch nicht. Okay, wenn man mit Geschwindigkeit lang rennt.
Ja, wir sind aber jetzt gekommen für die Speicherstation den ganzen Weg gerannt. Auf jeden Fall konnten wir wieder speichern. Das ist schon mal einiges wert. Die gehen aber leben. Dann holen wir doch mal ein, zwei von denen mit. So, noch einmal und dann reicht das. Frage ich mich natürlich, wie das gedacht ist. Kann natürlich gut sein, dass wir hier irgendwo durchkommen. Scheint aber jetzt erstmal nicht so zu sein. Das scheint mir aber echt stark danach auszusehen. Als müssten wir doch woanders lang. So, das geht schneller. Wo können wir noch lang? Da unten hatte ich irgendwo was gefunden. Zum Beispiel hier. Da muss ich eigentlich auch irgendwie runtergehen. Ah, okay, hier kommen wir keinen Schaden. Aber das ist ein Geheimraum. Von daher. Der macht gut Schaden. Gar nicht so wichtig. So, was haben wir hier? Das scheint wie ein neuer Beam. Der Wave Beam sogar. Eine ziemlich starke Waffe. Dieser Beam aus Energiewellen kann feste Objekte durchdringen. Dann können wir uns hier einmal heilen. So, jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Kommen wir damit überhaupt weiter? Hier gibt es schon mal nichts. Okay, wir haben noch den Eisbeam. Im vorigen Teil war es ja so, dass man genau, im vorigen Teil war es nämlich so, dass man nur einen von beiden haben konnte. Und das war gerade am Schluss etwas problematisch. So, aber irgendwie bezweifle ich, dass wir hier lang müssen. Und die Karte, die zeigt uns immer noch den Weg nach unten an. Aber dafür müssten wir eigentlich etwas Geschwindigkeit aufbauen. Oh, das war ziemlich simpel. Da kommen wir normalerweise auch nicht durch. Aber dadurch, dass wir den Wavebeam haben, ist das sehr simpel. Das macht das ganze Spiel doch jetzt so. Bringt uns das jetzt was? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, auch von hier unten jetzt. Aber wir müssen den wahrscheinlich nach hinten drücken.
Das ist schon mal sehr interessant. Aber was bringt uns das? So direkt bringt uns das nix. Können wir irgendwie da unten was aufsprengen? Nee. Dann kommen wir auch gar nicht durch, oder? Nee. Das heißt, wir müssen das Rätsel lösen. Aber was ist das Rätsels Lösung, ist natürlich die Frage. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man hier einfach was... Ah, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Wir stellen uns hier hin. Und wenn er vorgerannt kommt, setzen wir einfach Bombe hier hin. Eigentlich ziemlich simpel. Muss natürlich erstmal kurz drauf kommen, war jetzt aber eigentlich auch nicht so schwer. Das heißt nämlich, wir können jetzt auch hier Anlauf nehmen. Oh, hier gibt es irgendwo... Irgendwo ist hier noch ein Item versteckt. Ich frage natürlich, wo. Ja. Und ein Energietank. Relativ simpel. Umso netter natürlich, dass wir den jetzt haben. So. Jetzt ist die Sache natürlich... Ja, hier gibt es wieder diesen Anlauf. Und leicht verdiente Missiles. Dann kommen wir jetzt hier in eine Speicherstation. Da geht es gleich schon auf zu Ridley. Die speichern wir natürlich wieder. Jo. Oh, direkt irgendein Geheimnis entdeckt. Aber anscheinend nichts allzu Besonderes. Ah, oder so. Oh, eine Larve. Ah, ich verstehe schon. Ich meine, im Großen und Ganzen habe ich verstanden, was ich tun muss. Das ist immer
leider nicht ganz so einfach, wie ich es mir erhoffe. Jetzt haben wir es aber. Auch von der Seite kann ich es jetzt nicht mehr wissen. Gar nichts. Also es war einfach, aber es war. Soll ich echt so einfach gewesen? Soll das eigentlich so einfach gewesen sein? Da war bestimmt noch ein Geheimnis, oder? Nee, da gibt's kein Item. Oh, so ein ganzes Gebiet. Speichern wir jetzt einmal schnell. Dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich werde einmal kurz auf die andere Seite rennen. So, jetzt können wir einmal hier durchrennen. Also hier stimmt schon mal irgendwas nicht, denn hier muss es eigentlich einen Durchgang geben. Aber das ist egal. Wir machen hier Schluss. Ich denke, wir haben eine gute Zeit erreicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.